Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Altria. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Tabakbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 8,7%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium: Wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um ca. 5% angestiegen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei ca. 8%. Und hier vergebe ich einen halben Punkt von 2 möglichen Punkten. So, dann kommen wir zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren durchschnittlich pro Jahr um 2% ca. nach oben gegangen. Und dieser Wert ist ebenfalls schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei 9% circa. Und hier gibt es keinen Punkt von mir. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um circa 1,2% angestiegen. Und auch dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei circa 1,7%. Und hier gibt es ebenfalls keinen Punkt von mir. Und dann kommen wir damit zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Gewinn zwischen 2022 und 2026 im Durchschnitt pro Jahr um ca. 15% ansteigen. Und dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim ersten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir 2 Punkte. Dann kommen wir zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Cashflow zwischen 2022 und 2025 im Durchschnitt pro Jahr um ca. 6% nach oben gehen. Und auch dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim zweiten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich einen Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz soll laut den aktuellen Analystenschätzungen zwischen 2022 und 2026 im Durchschnitt pro Jahr um ca. 1,2% ansteigen, und dieser Wert ist gleich wie der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim dritten Kriterium sehen, und hier vergebe ich keinen Punkt. Und dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren, und hier hat sich die Schuldenquote unterm Strich von 50% auf 55% verschlechtert. Damit gibt es hier keinen Punkt mehr beim letzten Kriterium. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis, und hier holt Altria in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 3,5 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten, und in meiner Wachstumscheck-AM landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Wachstumscheck, und hier landet Altria momentan mit den 3,5 erreichten Punkten hier auf dem 15. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr auch dazu einen Link unter dem Video. So, und jetzt in der Grafik, ihr seht immer zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, und das ist circa Mitte August 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, hier aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war es dann noch wieder mal mit diesem Video, und hier zum Schluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien, und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.